Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, das hier ist jetzt der dritte Teil dieser Vorschau-Serie auf Debian 12. Im letzten Teil haben wir uns ja das Cinnamon angeguckt, den Cinnamon Desktop. Und dieses Mal soll es um KDE gehen. Ja, also ich habe mir das vorher nicht angeguckt. Ich gucke mir das mit euch zusammen an. Wie da jetzt der aktuelle Stand bei KDE ist, unter dem Debian 12, wie es jetzt gerade aktuell ist. Ja, schauen wir mal. Ein bisschen Informationen dazu zum KDE Desktop, also der wird im KDE-Projekt entwickelt, basiert auf Qt 5, das ist so dieses Toolkit, was da drunter ist, das ist sowas wie GTK bloß anders. Das erste Mal erschien die 5er Schiene von dem KDE Desktop im Jahre 2014. Die aktuelle Version ist 5.27.4 vom 4.4.23, wir haben heute den 8. Und die Version, die in Debian 12 drin ist, das weiß ich ja noch gar nicht. Also das gucken wir gleich mal zusammen nach, welche Version da drin ist. Und dann trage ich das hier auch nach. Mehr Informationen findet ihr auf der Wikipedia-Seite dazu. Das Ganze heißt KDE Plasma 5 mit verschiedenen Anwendungen. Jo, und da gucken wir gleich mal ein bisschen rein. So, dann sind wir beim dritten Punkt mit nur 4 Unterpunkten zum Thema Fensterverwaltung. Aktivierung mit Klick, genau, also Fenster kann man mit dem Klick aktivieren. Ja, dann noch ein paar weitere Einstellungen dazu, wie das ist. Verhindern unerwünschte Aktivierung. Okay, niedrig. Extrem. Okay. Titelaktionen. Doppelklick auf den Fenstertitel maximieren, Mausrad, einmal so, dann sieht man es auch, Mausrad, maximieren und wiederherstellen, dann Titellast und Rahmen, Rechtsklick, ja, also wirklich, was man da alles im Detail einstellen kann. Fensteraktionen, Linksklick aktivieren, Mausrad rollen, boah, verschieben, Bildschirmrand, Feinrastzone und meine Güte, also wirklich im Detail kann man wahnsinnig viel einstellen. Fensterheber ausfahren. Also ich sehe da jetzt nichts. Ja, mache ich den wieder aus. Was ist da denn passiert? Bleibt das dran? Also da hat sich irgendwas geändert, was... Keine Ahnung, ob das wirklich so soll. Finde ich jetzt erstmal ein bisschen komisch. Anwendungsumschalter. Was haben wir da? Anwendungsumschalter sortieren. Alt-Tab. Also mit Programmen, die ich geöffnet habe, sogar auf beiden Arbeitsflächen. Da kann ich mit Alt und Tabulator hin und her schalten. Das ist eigentlich das normale Rückwärts, dass es auch geht. Alt, Umschalt und Alt. Alt, Umschalt, Rück, Tab. Das ist die Rück-Tab-Taste. Rück-Tab. Keine Ahnung, was jetzt die Rück-Tab-Taste sein soll. Die aktuelle Anmeldung mit Alt und Apostroph, Alt und Tilde rückwärts. Also was es alles für Möglichkeiten gibt, Tastenkombinationen zu vergeben für spezielle Aktionen. Das ist ja wirklich unglaublich. Also was es da alles gibt.
Virtuelle Arbeitsflächen, Inhalte, Aktivitäten, einmal. Oh, Carvin Skripte. Alle minimieren, fügt einen Kurzbefehl hinzu, um alle Fenster zu minimieren und wieder anzuzeigen. Videowand erweitert einen Videospieler im Vollbildmodus über alle Bildschirme, um eine Videowand zu erzeugen. Okay, also wenn ich jetzt hier 8 Monitore dran hätte, dann könnte ich damit eine Videowand bauen, die über alle geht und mit VLC zum Beispiel, mit Dragon SM Player, Xine FF Play M Player. Okay. Das ist ganz schön abgefahren. Und es ist ja noch nicht vorbei. Achso, okay, gut. Ich dachte, man kriegt jetzt neue Skripte holen. Da ist es, da ist es. Und wir können auch noch deutlich mehr runterladen. Mal wieder grob geguckt. Es lädt sogar noch welche nach. Und wenn ich nochmal wieder ans Ende gehe, dann kommen nochmal wieder welche. Oh, holla die Skriptfee. Autotitle. To retitle Windows Configure. Okay. Live Captions. Meine Güte. Was da wirklich alles bei ist. Und wenn man jetzt hier nochmal anders sortiert, mit höchster Bewertung zuerst anzeigen. Mal gucken, was ist hier so das beliebteste? Force Blur. Aha. Also da kann man so einen Verwischen-Effekt für einzelne Fenster erzwingen. Okay. Dann müsste ich jetzt Force Blur so anwenden. Aber, wie geht das? Ja, für welche? Da gibt es bestimmt eine tolle Tastenkombination für. Aber gucken, steht es auf der Webseite? Denn irgendwie brauche ich noch die Information, was ich da drücken muss. Denn wenn ich das für ein spezielles Fenster auswählen kann, dann muss ich das ja irgendwie auswählen und dann. So. Und? Ach, geht das immer? Vielleicht steht es hier nochmal, wie das funktioniert. Ja. Nö, also keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Darum kommt es jetzt auch wieder aus. Dann Fensterregeln. Es sind keine Regeln für bestimmte Fenster festgelegt. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich sowas machen wie hier. Das habe ich unter TDE mal gezeigt, also mit dem Video, was ich gemacht habe zu meiner Multimedia-Plattform. Da konnte man festlegen, wie Fenster behandelt werden sollen. Ah, genau, also quasi genau dasselbe gibt es hier auch noch. Spezielle Einstellungen für dieses Fenster einrichten. Und da kann ich jetzt sagen, ich möchte für das Fenster, was genauso heißt, festlegen, Fenstertypen, Rolle des Fensters. So, Eigenschaften hinzufügen. Fenstertitel, Position und Größe. So, wenn ich das jetzt hinzufüge, kann ich dieses Fenster hier
immer in, ja, also dass es waagerecht und senkrecht maximiert ist, dahin zwingen und Fenstereinstellungen für System-Settings. So. Fenster, wo habe ich es denn? Genau, jetzt haben wir hier als Fensterregel dafür eine Einstellung. So. Und jetzt habe ich es wieder. Genau. Und was hier auffällt, also ich kann es auch nicht mehr kleiner machen. Also es hat wirklich die maximale Größe und ich habe jetzt auch keine Anfasser auf der Seite, dass sich das jetzt in der Größe noch ändern könnte. Also die Größe ist jetzt wirklich festgenagelt und wenn ich das Ganze jetzt wieder ausmache, wenn ich vielleicht jetzt hier das einmal ausmache, dann dürfte ich, so jetzt kann ich es doch so verschieben. Und jetzt müsste ich ja noch waagerecht. Warum ist das eigentlich so rum? Ach so, weil es ja okay, weil da Pfeile dran sind. Ja, und wenn ich jetzt hier sage, nur da beim Initialisieren anwenden. Und anwenden. So. Jetzt habe ich wieder dieses zum Maximieren und Kleinmachen. Wenn ich jetzt aber den hier nehme, also ich nehme jetzt hier eine andere Kategorie und, wenn ich wieder zurückgehe und Fensterverwaltung und Fensterregeln hingehe, dann. Ne. So, nochmal. Muss ich vielleicht sagen, wirklich erzwingen, erzwingen, ja und ja. Und? Also das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich jetzt zeigen wollte und was ich gedacht hatte, dass es das ist. Ja. Und jetzt habe ich wieder das Groß und Klein machen. Also die ist mit Erzwingen klappt vielleicht nicht so super, wenn das hier so ein Kombinationsdialog ist. Denn dieser Fenstertitel, der ändert sich ja nach dem Menüpunkt, den ich hier ausgewählt habe. Vielleicht klappt das deswegen nicht. Also so bei extra Fenstern hier wie im Dolphin müsste das eigentlich funktionieren. Dann zum nächsten Punkt hier Kurzbefehle. Da haben wir, was haben wir dabei? Für die ganzen einzelnen verschiedenen Punkte und Möglichkeiten gibt es haufenweise Tastaturbefehle, Kurzbefehle, die ich hier drüber nochmal gesammelt bearbeiten kann. Haben wir an einigen Stellen jetzt ja schon gesehen, wie ich da was umkonfiguriert habe, damit was funktioniert. Und hier ist es denn nochmal alles zusammengefasst drin. Ich könnte jetzt sogar noch hergehen und einzelne Dinge neu mit eigenen Kurzbefehlen belegen. Conqueror-Gesten zurück. Okay. Drücken nach rechts loslassen. Ach du. Bearbeiten neu. Globaler Kurzbefehl. Befehl, Adresse, Tastatureingabe senden. Befehl und Adresse. So. Auslöser. Ich möchte. Achso, Aktion. Achso, okay. Jetzt kann ich hier global irgendwas mir ausdenken. Also eine Tastenkombination nehmen. Hier eingeben, das weiß ich, ist also keine Ahnung, ob ich noch was finde, was nicht. STG, Meta und Ö, das würde funktionieren. Und da könnte ich jetzt hier einen Befehl ausführen, also ein Bash-Skript oder sowas. Und immer wenn ich das drücke, wird das ausgeführt. Auch nicht schlecht.
So, aber eigentlich wollte ich den jetzt nicht. Oh, huch. Ja, es startet sich sogar neu. Also von daher ist zwar weg, das, was ich eigentlich auch entfernen wollte, aber es startet sich wieder neu. Starten und beenden, das haben wir jetzt noch nicht. Anmeldebildschirm für den SDDM, das ist dieser Anmeldemanager. Ich habe das hier anders konfiguriert, dass der Light-DM am Anfang immer kommt, über den ich mich anmelde. Wenn ich jetzt den SDDM benutzen würde, den KDE bevorzugt, dann könnte ich hier noch das Thema einstellen, also das Hintergrundbild dabei. Autostart, da kann ich ja benutzerdefinierte Autostarteinträge hinzufügen. Könnte hier jetzt mal eine Anwendung hinzufügen. Dann habe ich das hier, so dass ich beim jedem Anmelden vielleicht meinen Kate-Editor hätte. Ja, oder man kann ja auch hier ein Anmeldungsskript, Abmeldungsskript, Anmeldungsskript. Also wenn ich vielleicht noch ein spezielles Skript habe, was bei jedem Anmeldevorgang wirklich ausgeführt werden soll. Beim Kunden habe ich das mal gesehen, dass da eine Anwendung läuft, die das aktuelle Druckerkonto ausgibt. Also die müssen da irgendwie einzahlen in so einen Pool und wenn sie was ausdrucken, dann wird davon was abgezogen und da steht dann so und so viel Euro, Cent oder so sind dann noch nach. Also sowas könnte man natürlich damit machen. Hintergrunddienste. Oha, da ist eine ganze Menge noch. Ja, Akzentfarbe. Wendet die aus dem Hintergrund abgeleitete Akzentfarbe auf Anforderung an. Dienst Druckerverwaltung. Ach so, okay, Druckerverwaltung. Bildschirmverwaltung. Smart. Ja. Da ist auch eine ganze Menge noch wieder mit bei. Bis jetzt startet fast alles bis automatischer Standort für Nachtfarben, damit das auch zu meiner Zeitzone passt. Denn die Sonne geht ja überall woanders unter, denke ich mal, dass es das denn ist. Und mit der Uhrzeit, die per NTP und meiner Zeitzone und so, dass das auch wirklich funktioniert, denke ich mal. Also wir haben ja Zeitumstellungen gehabt, vor kurzem erst. Also von daher geht die Sonne jetzt ja später unter. Und damit das auch alles funktioniert mit den Nachtfarben, vielleicht, dass es dafür ist. Automatisches Einhängen von Wechselmedien, wenn man jetzt einen USB-Stick reinschiebt, dass dann automatisch gemountet wird. Ja. Weiß ich nicht, das ist doch eigentlich. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist so ein Standarddings. Aha, okay, gut. Also die schalten sich auch mal wieder aus, wenn sie aktuell nutzlos sind. Da ich keinen USB-Stick habe, reingesteckt habe, dann schaltet sich das gleich wieder aus. Arbeitsflächensitzung, Lockout-Screen, Session-Restart. Lockout Screen. Ach, ist das dieses Komische, was sich hier irgendwie so ein bisschen abmelden? Ah, das ist dann weg. Also das, wo ich mich irgendwie gewundert habe. Ich habe ja gesagt, ich möchte mich abmelden. Warum kriege ich einen Dialog, der runterzählt 30 Sekunden lang und dann erst automatisch sich abmeldet oder ich muss nochmal auf Abmelden gehen? Warum? Also vielleicht, falls man sich fälschlicherweise abmeldet und dann 30 Sekunden nochmal Bedenkzeit hat, um sich nochmal anders zu entscheiden. Wahrscheinlich ist es dafür gedacht, aber irgendwie, finde ich ein bisschen komisch. Aber okay, kann man natürlich so machen, wird alles seine Anwendung haben. Das war denn hier der letzte Punkt. Suchen, Dateisuche, da kann ich ja Dateien auf der Grundlage des Inhalts lokalisieren. Da wird wahrscheinlich denn ein Index angelegt mit meinen, achso, indiziert, okay. Wenn ich das jetzt einmal hier mache, Indizierung anhalten.
Achso, genau. Also jetzt hat er alle meine Dateien, die in meinem eigenen Home-Verzeichnis sind, einmal durchgescannt und hat da irgendwie einen Index drüber gemacht. Wenn wir das jetzt mal ausprobieren, ich möchte mal gucken, ob das wirklich klappt. Ich nehme mir hier einen Texteditor. Dann nehme ich Kate, das ist dieser Standard-Texteditor unter KDE. Und wenn ich jetzt eine neue Datei nehme, da A, B, C, D, E, F, G, speichere ich jetzt mal ab unter Schreibtisch. So. Jetzt habe ich diese Datei abc.txt abgelegt mit diesem Inhalt. Und. Hat er das jetzt schon? Wenn ich jetzt mal gucke, wie ich jetzt suche. Nein, so war es nicht gemeint. Wenn ich jetzt. Achso, da wähle ich einen neuen aus. Auch Dateiinhalt initiieren. Ja, genau, das möchte ich. Ist das jetzt wirklich schon fertig? Also es war ja noch eine relativ kleine Datei. Dass es damit jetzt schon durch ist, dass es wirklich funktioniert. Wenn ich nochmal wieder einfüge. Nee. Also die Datei hat er gefunden. Aber der Inhalt wieder aufnehmen. Obwohl versteckt ist, also versteckt ist es ja nun wirklich nicht. Ah, okay. Ja. Oder? Oder wo hatte er die jetzt hier? A, B, C. Den gucken ist besser. Also Schreibtisch, das ist ja nicht versteckt. Da müsste ja ein Punkt vor sein. Obwohl, nee, eigentlich ist das ja falsch. Stopp. Also, macht er trotzdem weiter. Dann mal gucken. A, B, C, D, E. Achso, ja, das System muss neu gestartet werden, damit diese Änderungen wirksam werden. Ja, okay, gut. Jetzt haben wir in Wien. Muss ich jetzt wirklich. Muss ich neu. Also neu wie neu. Ich mache das einfach mal. Ja, wenn er meint, dass es Neustart nötig macht, dann mache ich mal Neustart. Aber vielleicht meint es auch bloß ein KDE-Neustart, aber. Jo. Jetzt habe ich es ja neu gestartet. Mal gucken, ob es da schon drin ist. A, B, C, D, E. Nö. Vielleicht nochmal hier. Anhalt. Ja. Vielleicht nochmal so. Achso, immer dann steht da neu starten. A, B, C, D. Nee. Dann Benachrichtigung, nicht stören Modus. Hey, XFC. Aha. Aha. Ist das so, dass der XFCE Notify Daemon die Benachrichtigung darstellt? Vielleicht ist das wirklich so. Also ich habe ja auch XFCE mit installiert, dass der eben benutzt wird und standardmäßig sollte es was anderes sein und deswegen gibt es hier keine extra Benachrichtigung. Kann natürlich sein. Alles ist möglich. Benutzer. Da haben wir auch wieder sowas mit meinem Pinguin, den ich unter Cinnamon schon ausgewählt habe in der letzten Folge. Da habe ich hier mein Konto, das heißt Test, Benutzername heißt genauso, ich bin Systemverwalter
und ich könnte das Passwort ändern. Ich könnte auch einen neuen Benutzer hinzufügen. Das ist ungefähr so wie bei Cinnamon, da gab es auch sowas. Regionaleinstellungen, da haben wir hier Region und Sprache, wo ich mich befinde, Deutsch, Zeit, Währung und so weiter. Da habe ich erstmal nichts dran geändert. Also das ist so wie, ja, wie der Debian Installer das anhand von den Informationen, die ich ausgewählt habe, macht. Da habe ich natürlich vorgegeben, welche Sprache ich möchte, in welchem Land und in welcher Zeitzone ich mich befinde. Und KDE übernimmt das alles. Sowas wie Papiergröße habe ich nicht angegeben. Aber irgendwie weiß er hier, das ist das Standardformat für Deutsch, A4, also nicht hier Letter, was es in den USA gibt. Ja, Namensformat und so weiter, Telefonnummern. Rechtschreibprüfung gibt es auch, da gibt es verschiedene Varianten. Genau, für verschiedene Sprachen, verschiedenes Englisch, Amerikanisch, Australisch, Britisch und so weiter. Automatische Erkennung der Sprache. Also wenn ich was in KDE-Programm tippe, wird erkannt, welche Sprache ich gerade verwende. Automatische Rechtschreibprüfung in der Voreinstellung aktiviert. Durchgehend großgeschriebene Wörter übersprungen. Okay. Also wenn man schreit, soll das übersprungen werden. Zusammengezogene Wörter überspringen. Aha. Okay, gut. Und hier gibt es nochmal eine Liste mit Worten, die ignoriert werden sollen. Das hier sind jetzt spezielle Programme von KDE, also sowas wie hier Amarok zum Wiedergeben von Musik, KAddressBook, ja, KDevelop und so weiter. Das soll unverändert bleiben. Datum und Uhrzeit, da können wir jetzt nochmal festlegen, welchen Tag wir heute haben. Wir haben heute den 8. April, das stimmt. Und die Uhrzeit, ja, 17:44 Uhr, ja, das stimmt auch. Also ich bin jetzt schon wieder ein bisschen länger dabei. Zeitzone, genau, Berlin hatte ich vorausgewählt im Debian Installer. Das stimmt auch. Also das könnte ich hier jetzt auch alles nochmal ändern, aber das ist ja alles so, wie es sein soll. Anwendungen, da, ach so, Dateizuordnung. Da kann ich jetzt sagen, bei verschiedenen Dateitypen, womit die geöffnet werden sollen. Wenn ich jetzt hier habe MKV, also für so ein Video, Format, also Matroschka heißt das auch, das nehme ich hier auch zum Aufzeichnen für meine, ja, also für das, was ihr jetzt gerade quasi seht. Da habe ich dann mehrere Tonspuren auch drin. Das schneide ich dann hinterher zusammen und MKV ist eins von diesen Videocontainer-Formaten. Und da gibt es jetzt hier so eine Rangliste mit verschiedenen Programmen, die gestartet werden, wenn ich eine MKV-Datei zum Beispiel im Dolphin anklicke. Also der Dragon Player ist auf Platz 1, der würde sofort gestartet werden und den Film abspielen. Dann haben wir hier den SM Player, den Parole Media Player, das hier ist glaube ich von GNOME, den, ach so, in SM Player einreihen, dass es in die Wiedergabeliste reinkommt. Oder dass ich sofort haben möchte, also sofort sehen möchte, sobald ich es anklicke. Dann gibt es auch noch den MPV Media Player, ein relativ minimalistischer Media Player, der aber auch super funktioniert. Hier könnte ich jetzt die Reihenfolge ändern, wenn ich standardmäßig meine MKV-Videos lieber mit dem MPV Media Player haben möchte, schubse ich den jetzt nach oben und sage anwenden. Und wenn ich das nächste Mal so eine MKV-Datei anklicke, dann wird die mit MPV gestartet und nicht mehr mit dem Dragon Player. Dann haben wir hier die verschiedenen Pfade zu den ja, Spezialverzeichnissen, die eher für KDE gedacht sind. Also hier der Schreibtisch, der heißt wirklich Schreibtisch. Das ist die Arbeitsfläche, also diese Datei oder beziehungsweise diesen Ordner, den wir hier sehen und diese Datei, das ist in meinem Schreibtischverzeichnis drin und wird direkt hier auf den Desktop eingeblendet. Und das könnte ich hier jetzt noch auf ein anderes Verzeichnis umbiegen, wenn ich das wollte. Genauso für Dokumente, Downloads, Videos, Bilder, Musik, öffentliche Sachen, Vorlagen. Kann ich hier alles auch noch anpassen. Standardanwendung.
Sowas hat Nuance Cinnamon auch, wo man sagt, womit möchte ich standardmäßig Web browsen, wenn ich einen Link anklicke oder so. Ja, ob ich jetzt den Conqueror nehmen würde, eigentlich eher nicht. Da möchte ich lieber den Firefox haben. Dateiverwaltung, der Dolphin, der passt schon ganz gut, wenn man dieses mit dem, ja, mit diesem Verzeichnisbaum an der Seite gerne hat. Also ich nehme dafür lieber den Crusader, das ist so wie ganz, ganz früher der Norton Commander. So ein Zweispalten-Dateimanager finde ich besser. E-Mail-Programm, ja, wenn ihr Kmail mögt, dann nehmt Kmail. Evolution, dann nehmt Evolution. Oder ihr könnt natürlich auch noch weitere Software hinzufügen, dass ihr den Thunderbird drin habt oder sowas. Dann sollte hier auch mehr stehen. Obwohl, der ist wahrscheinlich so, oder? Ist er dabei? Ich gucke. Nee, Tuna. Okay, gut. Also der ist vielleicht nicht vorinstalliert. Könnte ich aber auch nachinstallieren. Terminal-Emulatoren, da könnte ich mir jetzt anderen aussuchen, aber mit Konsole bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und das Cinnamon habe ich sogar hier Konsole, das von KDE ausgesucht und nicht das, was dabei ist von GNOME. Also da könnt ihr das auswählen, wie ihr das gerne haben möchtet. Für Karten gibt es Karten. Eine Anwendung, die ich so nicht kenne. Keine Ahnung. Würde ich sagen, gucken wir uns in der letzten Folge auch nochmal mit an, was Karten wirklich macht. Und Wählprogramm KDE Connect. Da könnte ich eventuell über ein angeschlossenes Smartphone wählen. Ich kenne KDE Connect eigentlich eher als Möglichkeit, um mit dem Smartphone zu kommunizieren, irgendwie Dateien und Kontakte und sowas auszutauschen und das zu synchronisieren. Aber da wird man wahrscheinlich auch drüber wählen können. Ja. Okay, anwenden nicht vergessen, immer wichtig. Denn wenn ich es nicht anwähle, dann ja, werde ich auch nochmal gefragt, dass ich das ungespeicherte Sachen habe. Hier, genau. Das möchte ich jetzt wirklich verwerfen. Also es geht nicht sofort verloren. Ich werde auch nochmal gefragt. Zugangshilfen. Ja, also da hatten wir bei dem Cinnamon wirklich ziemlich viel dazu und da habe ich es auch zum Absturz gebracht gekriegt. Vielleicht liegt das auch wirklich daran mit der 3D-Beschleunigung, dass das nicht richtig funktioniert oder so. Von daher würde ich da jetzt dem keine Schuld zuschieben wollen. Und der Screenreader hat da wunderbar funktioniert. Ich habe es nicht gemerkt, ich habe bloß geguckt, ob unten dieses Lautsprechersymbol von der virtuellen Maschine irgendwie anfängt zu blinken. Da ich nichts gesehen habe, habe ich gedacht, da kommt nichts. Aber in der Audiospur war es denn drin in meiner Aufzeichnung und es hat funktioniert. Ich habe es bloß nicht gemerkt. Von daher probiere ich das jetzt einmal aus. Ich habe hier diese formschönen Ohrhörer, stecke ich mir mal rein. Und wenn ich jetzt hier, ich gehe jetzt sofort zu dem Screenreader mal dazu. Orca Screenreader Einrichtung starten. Da haben wir den Orca. Das sieht auch ähnlich aus wie bei dem anderen. Stimme. Oder? Ich weiß nicht, ob ich da kurz was gehört habe. Das kann auch ein Knacken gewesen sein. Oder? Stimmenleitenreiter. Ah. Mit Sprachausgabepanel. Zombie Doppelpunkt. Horizontaler Schieberegler 5 erste. 5,1. 5,2. 5,2. Ja, das funktioniert. Es ist relativ leise. Also ich sehe ja Stimmenleitenreiter. hier. Typ der Sprachausgabepanel. Zombie Doppelpunkt. Horizontaler Schieberegler 5 zweite. 5,2. Okay. So, wenn ich das hier nochmal ein bisschen lauter drehe für mich. 52, 53, 54.
Okay, also wenn ich auf so einen Schieberegler drauf gehe, 74. dann liest er mir das auch vor. 51. So, was haben wir hier noch? Haben wir noch... Default-Standardstimme. Kombinationsfeld. Default-Standardstimme. Bildschirmlöscher-Einstellungen. Dialog. Stimmenleitenreiter. Typ der Sprachausgabe-Panel. Person Doppelpunkt. Kombinationsfeld. German plus Andrea. Anwenden Druckknopf. Die Bildschirmlöscher-Einstellungen wurden nur geladen. Also die Andrea ist... 39, 38, 33, 30, 29, 26, 25, 24, 23, 22, German plus Andrea. Kombinationsfeld. German plus Andrea. Ja, genau. German plus Andy. German plus Annie. German Okay. plus Antonio. German plus Annie. Haben wir noch German irgendjemanden, plus der... Andrea. German plus Alex. German plus Also ich will Ada. jetzt natürlich auch nicht alle German. durchprobieren. German plus. Die Bildschirmlöscher-Einstellungen wurden neu geladen. Also es ist ja ziemlich roboterhaft, ne? Also schön geht anders. Standard. Bildschirmlöscher. Aber jetzt Default-Standardstimme. mit... Die Bildschirmlöscher-Einstellungen wurden neu geladen. Also wenn ich es relativ langsam vorlesen lasse, funktioniert es auch. Stimme nach 24, 26, 27. Also der Adam klingt jetzt auch nicht anders German als plus der... A. Bildschirmlöscher-Einstellungen. Dialog. Die anwenden Druckknopf. 31, 32. Die Bildschirmlöscher-Einstellungen wurden neu geladen. Okay. 36, 743. Anwenden Druckknopf. Die Bildschirmlöscher. Standard Synthesis. Oder? Okay. Da habe ich jetzt einen anderen, obwohl, da habe ich... Die Bildschirmlöscher-Einstellungen wurden neu geladen. Die Bildschirmlöscher-Einstellungen wurden neu geladen. Die Bildschirmlöscher-Einstellungen wurden neu geladen. Ja gut. Die Bildschirmlöscher-Einstellungen wurden neu geladen. Die Bildschirmlöscher-Einstellungen wurden neu geladen. Die Bildschirmlöscher-Einstellungen wurden neu geladen. Das klingt irgendwie wie Gulch, ne? Die Anwenden. Einstellungen. Stimme sei. Anwenden. Stimme sei. Anwenden. Stimme. Okay, gut. Anwenden. Druckknopf. Stimme. Sprache. Seitenleiter. Okay, da kann man wieder eine Menge Sprache einstellen. aktivieren. Kontrollkästchen. Abtastenknopf. Quasi Aussprache. dasselbe, Text den aktivierende Orca, haben wir Seiten. ja schon mal gesehen. Allgemein. So, von daher nicht abstürzen. Einfach zumachen. Ja, reagiert nicht. Ich merke schon. Beenden. So, und aus. Ja, jetzt haben wir es jedenfalls alle mal zusammengehört. Also ich habe es ja so, also ich lerne ja auch dazu, ne? Also dass sowas dann auch wirklich Ton macht, ohne dass ich es bei der virtuellen Maschine unten sehen könnte, dass es blinkt. Prinzipiell funktioniert es. Man muss sich natürlich auch so ein bisschen einhören in das Ganze. Und ja, also wenn man nicht gut sehen kann, ist das bestimmt eine super Sache, dass man sich durchs Hören besser zurechtfinden kann bei einem grafischen Desktop, der ja nun nicht unbedingt so für, ja, eigentlich ist er ja darauf gedacht, also eigentlich ist es ja so gedacht, dass man es sehen kann, aber wenn man nicht so gut sehen kann oder vielleicht sogar auch gar nicht, ist denn eine deutliche Erleichterung ist, dass man selbst KDE damit irgendwie verwenden kann. Dann, was haben wir hier noch? Sondertasten, klebende Tasten. Wenn man zu lange auf eine Taste drückt, glaube ich, dann passieren Dinge. Sperrtasten.
Verlangsamte Tasten. Ja, wahrscheinlich, wenn man motorisch nicht so gut ist, dass man dennoch eine Tastatur verwenden kann, auch wenn man relativ lange oder langsam von einer zur nächsten Taste braucht oder lange Finger auf einer Taste drauf lässt, dass sowas denn quasi rausgefiltert wird. Mausnavigation. Ah, Zahlenblock verwenden, um den Mauszeiger zu bewegen. Das war bei Cinnamon der erste Absturz. So, das hat nämlich nicht funktioniert und das hat das ganze System zum Absturz gebracht. Zahlenblock verwenden, um Mauszeiger zu bewegen. Also ich drücke wieder auf den Zahlenblock herum. So jetzt extra laut, damit ihr auch ein bisschen hört. Also ich drücke darauf rum. Ich habe wiederum Numlock, also Ziffernblock an, aus gemacht. Es tut auch hier nichts. Nein. Das funktioniert nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Es ist aber dasselbe Ergebnis. Also unter Cinnamon und unter KDE funktioniert nicht. Aber es ist nicht abgestürzt. Also, ne? Funktioniert noch. Benutzerfeedback. Da kann man. Sie können KDE helfen, Plasma zu verbessern, indem Sie Informationen darüber mitteilen, wie Sie es benutzen, sodass wir uns auf die Dinge konzentrieren können, die für Sie wichtig sind. Das ist ja eigentlich schon mal nett. Das Einreichen dieser Informationen ist optional und völlig anonym. Wir sammeln niemals Ihre persönlichen Daten, von Ihnen verwendete Dateien, von Ihnen besuchte Webseiten oder Informationen, die Sie identifizieren könnten. Also das liest sich ja schon mal deutlich netter als was Microsoft und Co. da so machen. Die sammeln ja ganz gerne Informationen, um das natürlich bloß auszuwerten für ihre Zwecke. Hier können wir jetzt noch mal einstellen, was übertragen werden soll. Anwendungsversion, Application, Plattform. Wenn ich ein bisschen mehr mache, was kommt dazu? Und Verwendungsstatistiken. Achso, Benutzungszeit, wie oft ich irgendwas gestartet habe und Usage Time. Also ich hätte jetzt gedacht Benutzungszeit und es hat ein anderes Symbol. Ja, und wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter nach rechts gehe, dann kommen hier noch Bildschirmparameter, Informationen zu OpenGL und so weiter dazu. Und ganz am Ende Application Source Name. Okay. Ja, also wenn ihr dem KDE-Projekt helfen möchtet, könnt ihr es natürlich aktivieren, so wie ihr das für richtig haltet, welche Informationen übertragen werden sollen. Ich mache das jetzt einfach mal. Also das ist jetzt ja kein System, was ich wirklich benutze. Sollen die das damit haben, vielleicht sehen können, was ich da jetzt so nebenbei mache, was ich wie oft starte und so, ist, glaube ich, nicht so großartig interessant. Aber vielleicht hilft es denen ja trotzdem. Hier haben wir den KDE-Passwortspeicher, also so einen Passwortmanager. Falls ihr schon KeePass XC habt, dann wisst ihr, in welche Richtung das Ganze funktioniert. Ja, bloß dass das Ganze direkt in KDE schon integriert ist und so ein integraler Bestandteil davon ist. Ja. Passwortverwaltung starten. Neuer Passwortspeicher. Was können wir da? Hier könnt ihr vielleicht sogar was von anderen Passwortmanagern importieren. Da ich aber hier nichts drauf habe, kann ich das jetzt so mal nicht machen. Aber darüber könnt ihr eure Benutzerkonten ja speichern. Wahrscheinlich für Kmail und was gibt es denn noch? Also andere Programme, wahrscheinlich hier der na, Conqueror, dieser Webbrowser, dass der da Sachen zwischenspeichert und das landet dann alles verschlüsselt hier drin. Sicherungen, da haben wir direkt ein Backup-System noch drin. Add new plan. Aha. Leider nicht lokalisiert. Versioniertes Backup. So, jetzt Quellen, was möchte ich sichern?
Achso, ist schon vorausgewählt, dass mein Home-Verzeichnis mit allen Dateien gesichert wird. Und ich könnte jetzt ein externes Medium anschließen. Das ist natürlich sinnvoller. Ah, das Ganze funktioniert über BUP. Das ist so ein deduplizierendes System. Das basiert irgendwie auf Git. Und ja, also das sorgt dafür, dass wirklich bloß Änderungen von einem zum nächsten Backup ja, gespeichert werden. Wenn ich das jetzt hier trotzdem mal da drin mache, ist natürlich Quatsch, im selben Verzeichnis die Sicherung von dem Verzeichnis zu machen. Wenn der Datenträger weg ist, dann ist auch mein Backup weg. Ist ja irgendwie klar. Nur mal zur Demonstration dabei. Also External Storage, also ein externer Datenspeicher wäre natürlich das Mittel der Wahl. Hier können wir das Ganze planen. Also wenn ich hier 25 Stunden auf dem System verbracht habe, also nicht wenn es zwischendurch aus war, das zählt dann nicht mit dazu, sondern wirklich aktive Benutzung, Intervall. Achso, okay, einmal die Woche oder einmal alle 5 Stunden. Ja, genau. Achso, genau. Und ich war da halt vorher gefragt, ob ich jetzt gerade ein Backup durchführen möchte. Muss das bestätigen, dass da vielleicht nicht dieses Backup läuft, während ich was anderes gerade mache, sodass ich das Backup verschieben kann. Also, wenn ich jetzt hier ein Video schneiden würde, dann fände ich es eigentlich sinnvoller, hinterher das Backup zu machen, nachdem ich das denn geschnitten habe und nicht mittendrin so einen Stand irgendwie wegsichere. Also, dass ich wirklich da in diesem Backup das drin habe, was ich auch möchte. Dann haben wir hier unter Advanced, also erweitert, noch weitere Dinge, also versteckte Dateien oder vielmehr Verzeichnisse anzeigen oder auch nicht. Ob ich die Integrität von den Sicherungen überprüfen möchte, das ist eigentlich immer eine gute Idee. Generate Recovery Information, also mehr Informationen zum Wiederherstellen generieren. Aha. Also dann kann ich auch teilweise kaputte Backups wiederherstellen. Also da werden wahrscheinlich noch so Checksummen oder diese, habe ich vor ewigen Zeiten mal gelernt, das geht. Also es gibt so einen Algorithmus, wo man denn vorgeben kann, wie viel zusätzliche Informationen man noch speichern möchte, damit man Bitfehler von der und der Länge korrigieren kann. Also wenn ich jetzt einzelne Sektorfehler auf einer Platte hätte oder mir auf der SSD einzelne von diesen Sektoren oder von diesen Zellen ausfallen sollten und der Rest funktioniert sogar noch, dann kann ich mit so einem zusätzlichen Sicherungspuffer das denn vielleicht noch wiederherstellen und ansonsten wäre es halt kaputt. Ja, also ja. Ist doch ganz nett, 10% mehr für ein bisschen mehr Sicherheit, warum nicht? Ja, und dann kann ich hier noch Dateien und Verzeichnisse ausschließen, die einem Schema entsprechen. Achso, genau, und dafür muss ich eine Textdatei vorbereiten, wo denn diese verschiedenen Muster drin stehen, um die auszuschließen. Wenn ich jetzt einmal Anwenden mache, dann. Achso, und das hier ist mein Backup-Plan 1. Also ich könnte ja auch noch irgendwie mehr machen. Mein Plan 1 wurde jetzt noch niemals ausgeführt. Duplicate Plan. Configure Open. Also ich würde ja gern einmal testweise das ausführen wollen. Wenn ich hier sage Manual, also einmal per Hand ausführen, dann. Also ich habe jetzt ja manuell ausgewählt. Duplizieren, genau. Das macht mir einen weiteren Backup-Plan basierend auf dem hier. Remove möchte ich auch nicht. Configure. Only save and manual request. This can be done by using the pop-up-menu from the Backup-System-Tray-Icon. Okay, gut. Waren wir es denn? Das da? Ah! So, und da steht es jetzt drin.
Also links und rechts Mausklick macht noch gar nichts. Und ich habe das auf manuelle Aktivierung. Damit kann ich es einmal aktualisieren. Und Kup. Ach so, okay, das ist exakt dieser Dialog. Aber Load Configure. Ja, aber wie jetzt? Wie kriege ich das jetzt gestartet? Also ich habe es ja gefunden, ja. By using Pop-up Menu from Backup System Tray. Pop-up, ja. Also da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen überfordert. Also ich sehe jetzt keine Option, wie ich das benutzen könnte. Ich habe hier dieses Pop-up. Was weiteres gibt das denn? Es ist ja auch das fürs Backup. Das erschließt sich mir jetzt so gar nicht. Gehen wir weiter zu Netzwerk und Einstellungen. Da kann ich jetzt hier Proxy einstellen, wenn ich noch einen bräuchte, den ich nicht direkt im System verankert habe. Bei Verbindungseinstellungen kann ich jetzt noch verschiedene Zeitlimitwerte einstellen. Ja, globale Einstellungen teilweise markieren. Okay, gut. FTP, okay. Also da kann ich noch ein bisschen mehr einstellen. SSL-Einstellungen, welche Zertifizierungsstellen noch gültig sein sollen. Da gibt es da so eine Liste drin. Aber ich könnte jetzt hier zum Beispiel, wenn ich Amazon überhaupt nicht mag und denen nicht vertrauen möchte, nehme ich den Haken weg und sage anwenden. Und alle Programme, die hier diese KDE-Schnittstelle mitverwenden, die würden diese Zertifikate von Amazon denn wohl auch nicht mehr verwenden. Oder würden sagen, das kenne ich nicht, das ist total unseriös, weitermachen oder auch nicht. Cookies, wer kennt und liebt sie nicht? Ich kann hier für KDE-Programme sagen, Cookies zulassen, nö. Nur Cookies vom erstellenden Server annehmen, Sitzungs, alle annehmen, bis zum Sitzungsende annehmen. Okay, also ich kann hier auch jetzt noch genauer sagen, was damit passieren soll, hinterher alle löschen. Ja, glaube ich, ist ganz gut. Windows-Freigaben, bestehen auch die Ressourcensuche im Netzwerk. Ja, also wenn jetzt ein Samba-Server oder ein Windows-Server im Netzwerk wäre oder einfach ein Client oder so, dann könnte ich hier noch was angeben, damit mein KDE dort Freigaben suchen kann. Ja, habe ich jetzt hier nicht. Dann Verbindungen. Ach so, okay, gut. Das ist denn die ja, KDE-Variante von dem Network Manager von der Oberfläche. Da kann ich denn einstellen, wie ja, IPv4, V6, da meine IP-Einstellungen sind, ob ich hier automatisch bei DHCP das beziehen möchte. Ja, also ganz normal dieser Netzwerk-Konfigurationsdialog, den der Debian Installer ja schon vorkonfiguriert und dann gibt es für die verschiedenen Desktop-Oberflächen die passende grafische Oberfläche, um das nochmal zu konfigurieren. Aber normalerweise brauche ich das ja auch nicht anzufassen. Eingabegeräte, da habe ich hier Tastatur. Da kann ich ja, Zahlenblock unverändert lassen, ein- oder ausschalten. Dann hier, wie, stimmt, das hatten wir unter Cinnamon ja auch. Also wie lange ich auf eine Taste drücke, damit die ja, beliebig häufig hintereinander gedrückt wird. Also beliebig, also wenn ich jetzt ein A nehme, A-Taste festhalte, dann kommt A. Und wie lange das dauert, bis das losgeht mit den Wiederholungen und wie viele Wiederholungen es pro Sekunde sein sollen. Wenn ich so richtig schnell, dann habe ich 100 Stück und diese 25 am Anfang, ja, das ist halt dann weniger. Belegung, was haben wir hier? Da
Könnte ich noch, was kann ich denn hier? Ach so, genau, da könnte ich jetzt noch verschiedene Sprachen für Tastaturen hinzufügen, wenn ich das denn wollte. Wenn ich komischerweise zwischen zwei Tastaturen mit Hawaiianisch und Deutsch hin und her schalten möchte, dann könnte ich das machen. Wenn ich das jetzt hier so mache, dann kann ich hier unten, glaube ich, auch. Oder? Nee, kann ich gar nicht. Nee, das hier. Genau, da kann ich denn umschalten zwischen Deutsch und hawaiianischem Amerikanisch. Aber eigentlich möchte ich das nicht. Ich bin mit meiner Standardbelegung eigentlich ganz zufrieden, mit meinen Umlauten und so, die möchte ich auch behalten. Aber ich könnte das auch noch hier mit verschiedenen Sprachen machen und dann auch umschalten. Erweitert, da haben wir noch sehr viele weitere Möglichkeiten. Belegung des Nummernblocks. Hexadezimal für alle. Meine Güte, Position der SC. Also da kann ich jetzt noch mal ganz speziell meine Tastatur konfigurieren auf meine Vorlieben für wirklich alles Mögliche, was sehr weit vom Standard auch weg ist. Also ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich benutzen würden, um da noch mal ja wirklich was komplett umzubauen. Esperanto-Buchstaben mit hochgestellten Zeichen. Also ja. Also super viele Einstellungen, die auch Fälle abdecken, die wahrscheinlich sehr, 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 sehr selten sind. Also wirklich toll, was sie alles bei KDE mit eingebaut haben. Und die Voreinstellungen, die da drin sind, mit denen wäre ich eigentlich soweit sehr zufrieden. Vielleicht würde ich an ein, zwei Stellen noch ein bisschen was ändern, aber ansonsten, so wie es aus der Tüte fällt, ist es schon eine sehr runde Sache. Es gibt euch aber auch die Möglichkeit, das beliebig anzupassen. Also wirklich so wandlungsfähig, ist vielleicht gar kein anderer Desktop, jedenfalls von den Möglichkeiten, die jetzt hier dieser Systemeinstellungsdialog bietet. Bei anderen Desktops kann man natürlich auch noch irgendwie mit Kommandozeilenprogrammen rumbauen oder in Konfigurationsdateien was reinschreiben. Aber das ist wirklich alles über einen Konfigurationsdialog verfügbar und anpassbar ist, finde ich echt großartig. Ja, gut, okay, also Geld habe ich jetzt nicht dafür gekriegt vom KDE-Projekt, aber ich finde es echt eine super Leistung. Maus. Linkshändige Bedienung, genau, das haben wir auch bei dem Cinnamon schon gesehen. Da kann man die, ja, die Maustasten von links nach rechts. Für Linkshänder wahrscheinlich besonders praktisch. Es sei denn, die haben sich das ja irgendwie antrainiert, dass sie es sowieso standardmäßig anders machen. Beschleunigungsprofil adaptiv oder flach. Achso, anwenden. Also da merke ich jetzt auch wiederum nichts. Das hatten wir bei Cinnamon ja auch, dass ich da nichts gemerkt habe. Vielleicht muss ich es auch einmal dafür wiederum neu starten, das kann sein, aber hier kommt kein Hinweis, von daher, ja. Also jedenfalls in der Virtualisierung tut es gar nichts. Game Controller. Ja, da könnte man Dinge, ja, da kann man Game Controller anschließen, wenn man sowas hat. Touchpad, genau, ich habe kein Touchpad hier. Oder Moment, wo ich da schon. Wo war ich? Wo war ich? Hier steht ja. Obwohl, Tablet-Gerät. Das kann prinzipiell auch sein, dass diese Mausbeschleunigungssachen nicht funktionieren, weil hier steht ja USB-Tablet. Das VirtualBox einfach ein Tablet emuliert und keine richtige Maus, dass deswegen diese
Mausbeschleunigungssachen sowieso nicht funktionieren. Das kann durchaus sein. Also, dass es normalerweise mit einer richtigen Maus funktionieren würde, aber hier in meinem Setup, wie VirtualBox das so standardmäßig einrichtet, funktioniert es halt nie. Kommen wir dann zu Anzeige und Monitor. Das habe ich ja ganz am Anfang schon mal gebraucht, um damit den Monitor oder den virtuellen Monitor auf eine Größe zu bringen, die besser neben mich passt. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Format, damit das alles irgendwie drauf passt. Ich könnte den Monitor natürlich auch auf die Seite, auf den Kopf oder so hin tun. Ich kann das Ganze global skalieren. Da ist mehr drin als bei Cinnamon. Da gab es weniger feste Werte und 300 gab es da auch nicht. Soll ich das jetzt mal so machen, oder? Also, jetzt hier unten. Also die aktuelle Anwendung, die passt sich da nicht in Gänze an, aber schon mal diese Dialoge oder diese Buttons, die ändern sich schon. Aber wenn ich jetzt hier was neu starte. So, genau, also das ist jetzt auch schon mal größer geworden. Aber nicht in meiner aktuellen Anwendung, aber 100% sind eigentlich ganz gut hierfür. Nicht, dass, ja, also es passt uns einfach nicht. Da Compositor beim Starten aktivieren, Anwendung erlauben, Compositing zu blockieren. Für schönere Effekte wird das wahrscheinlich gebraucht. Wenn ich das ausmache, läuft es vielleicht deutlich schneller, ist aber weniger hübsch. Dann fallen vielleicht auch solche Sachen wie diese halbtransparenten Fenster weg und sowas. Gamma, da kann ich jetzt hier die. Nö. Das funktioniert vielleicht auch bloß mit dem richtigen Monitor. Also für euch ändert sich nichts, für mich ändert sich jetzt auch nichts. Das funktioniert wahrscheinlich wirklich bloß mit dem echten Monitor. Nachtfarben. Ja, das hatten wir auch in der Cinnamon, das gibt es da auch. Also durch Blaulichtfilter werden die Bildschirmfarben wärmer dargestellt, damit man in Vorbereitung auf die Schlafenszeit so ein bisschen runterkommt. Gibt es denn diese Rotfarben? Das bereitet einfach besser darauf vor, das ist besser für, ja, fürs Wohlbefinden und so. Kann man besser schlafen. Kann man aber auch ausmachen oder speziell hier einstellen, wann man das gerne haben möchte. Audio. Da haben wir jetzt hier so eine Oberfläche für Puls Audio bzw. Pipewire. Ich weiß noch gar nicht, was da drunter ist. Also da kann ich Wiedergabegeräte, also das, was ich höre, ich hatte ja gerade die Knöpfe im Ohr, da kann ich das ein bisschen einstellen, genauso wie das Mikrofon. Und wie Benachrichtigungsklänge da sind, wenn da irgendwie was rumbimmelt und so. Das kann ich hier einstellen. Kennt man aus anderen Desktop-Umgebungen ja auch, hatten wir bei Cinnamon auch. Energieverwaltung. Ja, das ist sowas, das bringen verschiedene Desktops in ähnlicher Form mit. Ist ein bisschen anders gebaut, sieht ein bisschen anders aus. Aber vom Prinzip her ist es ja immer dasselbe. Da können wir jetzt bestimmen, wann der Bildschirm ausgeschaltet wird, wenn wir eine längere Zeit nicht gearbeitet haben. Hier 10 Minuten, dann wird er ausgemacht. Das spart einfach Strom. Genauso wie mit Standby-Modus, wann das System halt in Standby-Modus gehen soll. Ja, können wir noch ein Skript ausführen und all sowas. Ja, drahtlos. Okay, also ob man auch WLAN ausstellen möchte oder mobiles Breitband oder Bluetooth, was damit passieren soll, wenn es länger nicht gebraucht wird. Hier haben wir noch Profile. Nee, haben wir gar nicht mehr, mehrere. Aber damit können wir es jetzt auch noch konfigurieren, wie wir es haben möchten. Ich möchte es eigentlich jetzt nicht ändern. Dann haben wir hier noch Energieeinstellungen für Aktivitäten. Keine besonderen Einstellungen verwenden. Besonderes Verhalten definieren. Ach so, ja, okay. Immer unterschiedliche Einstellungen.
kann auch wieder eine Menge einstellen. Oder bloß für meinen Benutzer wahrscheinlich. Kann ich auch nochmal das einstellen. Und es ist ja immer noch nicht genug, darum gibt es auch nochmal erweiterte Energieeinstellungen. Medienspieler im Standby-Modus anhalten. Also ich stelle mir das schwierig vor, wie ein System im Standby-Modus immer noch eine Anwendung ausführen kann. Also eigentlich wird das System ja quasi eingefroren und das wird entweder in den Arbeitsspeicher reingeschrieben, dass es da so drin ist und dann wird bloß der Arbeitsspeicher minimal mit Strom versorgt, sodass es noch funktioniert. Aber möglichst wird alles andere deaktiviert im System, damit so gut wie kein Strom verwendet wird. Und das widerspricht ja irgendwie dem Medienspieler spielt weiter. Da braucht er eine CPU dafür, der muss die Soundkarte ansteuern. Der muss von der SSD oder der Festplatte weiter Daten lesen und so. Also das stelle ich mir schwierig vor, dass es mit so Standard-Hardware funktioniert. Aber ja, wer weiß, vielleicht gibt es da spezielle Hardware für, sodass das trotzdem ohne CPU weiterspielt. Aber dann haben wir hier noch Bluetooth. Keinen Adapter gefunden, genau, ist auch so. Ich habe an die VM nichts durchgeleitet, von daher ist da nichts. Das hatten wir unter Cinnamon genauso, genauso wie Drucker. Da ist jetzt auch nichts zu holen. Ich habe nichts angeschlossen. Ich habe im Netzwerk nichts freigegeben. Von daher ist das so ein bisschen öde. Aber ich kann ja einmal probieren, was hier für ein Dialog kommt. Wir haben hier, ja gut, haben wir nicht. Ich könnte übers Netzwerk, über verschiedene Protokolle hier einen Drucker einbinden oder wenn ich auf Suchen gehe, dann wird nichts gefunden. Aber so könnte ich Drucker im Netzwerk oder direkt angeschlossene Drucker darüber verwalten, einrichten und damit auch drucken. KDE Connect, genau, kein Gerät ausgewählt. Wenn ich jetzt ein Android-Gerät hätte, dann müsste ich die KDE Connect App installieren, die es über F-Droid gibt. Das ist ein freier App. Ja, Shop, sagt man da auch Shop. Ich glaube, man sagt immer irgendwie Shop, auch wenn man dafür nichts bezahlt. Also da ist nur freie Software drin, also vertrauenswürdige Software, nicht so, dass wir über die anderen App Stores kriegt. Und da gibt es auch KDE Connect. Genau, wenn ihr das installiert habt, dann sollten die sich irgendwie finden. Also euer Telefon sollte hier auftauchen und dann könnt ihr damit irgendwas synchronisieren. Ich habe sowas nie in der Hand gehabt, aber wird wohl funktionieren. Wechselmedien. Wenn ich jetzt hier eine spezielle Digitalkamera habe, dann kann ich die hier zufügen, um. Achso, okay, das wird mal nicht größer. Also, wenn ich jetzt hier eine spezielle Kamera hätte, da kann ich ja mal gucken. Die erste Digitalkamera, die ich hatte, das war, wie hieß sie denn, Ricoh. Die hat sich nicht als USB-Speicher ausgegeben. Die hat so ein ganz blödes Protokoll gehabt. Ricoh Caplio, die ist sogar drin. Ricoh Caplio G3, das war meine erste Digitalkamera. Da gab es so, also irgendwie ist das so ein komisches Windows-Protokoll, aber es gab auch so ein Kommandozeilenprogramm, was so ähnlich wie FTP ist, da konnte ich die Daten runterladen. Ja, also sowas hier hat es damals nicht gegeben, habe ich denn ja normalerweise so gemacht, ich habe die Kamera aufgemacht, SD-Karte rausgenommen, in Kartenleser rein und dann hatte ich meine Bilder, war überhaupt kein großes Thema. Aber über dieses Programm hier hätte ich es wahrscheinlich damals deutlich einfacher auslesen können, ohne da dieses Fach zu öffnen. Praktische Sache, ich weiß nicht, ob es das wirklich noch gibt oder ob das so ein Relikt von früher ist. Genau, MTP hieß dieses,
Dieses Protokoll meine ich. Okay, Geräteaktionen. Was passiert, wenn man jetzt hier eine Audio-CD einlegt, dann wird der Dragon Player gestartet. Wenn wir jetzt eine Kamera anstecken, die wir hier wahrscheinlich eingetragen haben, dann ja, können wir die Fotos entweder mit GVenView oder der Dateiverwaltung runterladen bzw. ansehen oder beim Speichermedium auch. Oder wenn wir ein Speichermedium einstecken, können wir es auch neu formatieren oder partitionieren direkt. Ja, erstaunlich. Wenn ich jetzt nochmal hier hinzufügen anklicke, irgendwie Test nenne und dann kann ich hier alle eingeschlossenen Eigenschaften müssen erfüllt sein. Das Gerät muss vom Typ Speichermedium sein. Die Geräteeigenschaft ignoriert muss gleich false sein. So, Gerätetyp, Speicher. Ah, okay, das kann ich noch auswählen. Also wenn ich jetzt einen zusätzlichen Prozessor einstecke. Optisches Laufwerk. Und das hier eigenes Speichermedium. Und wenn ich das mache, könnte ein Befehl ausgeführt werden. Obwohl das springt immer wieder zurück, ne? Optisches Medium möchte ich eigentlich hier haben, also optisches Laufwerk. Es macht den Anschein, dass der Aktionsname, der Befehl oder das. Achso, okay. Jetzt einfach mal True eingebe. So. Achso, Speichermedium oder optisches Laufwerk. Ja, also da kann ich mir bestimmt auf irgendwelche speziellen Arten und Weisen zusammenstellen, wie ich weitere Medien behandeln möchte. Mit Skripten und so weiter. Wechselmedien, was habe ich hier? Okay, angeschlossen. Ich habe wirklich nichts angeschlossen, also von daher sehe ich hier jetzt auch nichts. Da müsste ich die dann wahrscheinlich alle sehen. Thunderbolt. Habe ich auch nicht. Also von daher kann ich euch auch nicht zeigen, was man da hätte einstellen können. Über dieses System, da haben wir jetzt die Informationen, Versionsinformationen zu einzelnen Komponenten für Debian 12. Denn in der Folie, die ich ganz am Anfang gezeigt habe, da habe ich ja viele Fragezeichen gehabt bei der Versionsnummer von dem KDE hier, weil ich es noch vorher nicht gestartet habe, es nicht wusste. Das trage ich denn noch da nach, damit es auch vollständig ist. Ja, genau, also 5.27.2 bei KDE Plasma Version und KDE Frameworks Version haben wir 5.103.0 Qt Version, die hier Kernel Version, dieselbe wie sonst auch. Ich habe das Ganze im Xorg bzw. X11 Modus gestartet. Wayland hätte vielleicht auch funktioniert, habe ich aber nicht benutzt. Genau, dann haben wir noch Informationen zur, ja, Prozessor, zum Arbeitsspeicher, Grafik und so weiter und so fort. Genau, dann haben wir noch weitere Informationen anzeigen. Was haben wir da? Systemmonitor. Neu. Ach so, ja, okay. Also sowas haben wir auch unter Cinnamon gesehen, wo man so sehen kann, wie der Arbeitsspeicher, die Festplatte, der Prozessor und Co. ausgelastet sind, welche Programme gerade laufen, wie viel Speicher die verbrauchen, wie viel ja, Lesen und Schreiben auf die Platte vielleicht. Vielleicht, ja. Dann haben wir noch ein paar hübsche bunte Graphen dazu, wie das so im Verlauf der Zeit ist. Dann nochmal Prozesse, das sind. Da laufen deutlich mehr Prozesse, als es hier so sichtbare Programme gibt. Das sind hier überwiegend die KDE-Programme, die wir auch so sehen können. Also Systemeinstellungen, wo wir uns ja hier immer noch befinden. Oder ja, die Prozesse, die
sehr viele kleinteilige Arbeit übernehmen, die im Hintergrund laufen. Die sind ja dennoch da, aber die sieht man nicht da, sondern bloß hier. Ja, was haben wir noch? Energie? Energie? Achso, okay. Keine Information zum Energieverbrauch ist auch in Ordnung. Nochmal hier ein bisschen mehr. Prozessor 1, 2, 3 und Smart-Informationen haben wir hier leider auch nicht. Dann USB-Geräte, gibt es bloß dieses Tablet, was die Maus emuliert. Dann die Firmware-Sicherheit. Also wenn das System das unterstützen würde, könnte man hier auch die Firmware von dem UEFI-BIOS aktualisieren. Gerätebetrachter hatten wir schon mal. Interrupts, PCI. Boah. Also eine Menge ist da drin. Grafik. Nochmal detaillierte Informationen über die virtuelle Grafikkarte, die da drin ist. Was die alles kann. Vulkan. Ja, okay, da fehlt noch ein Programm, das ist nicht installiert. Dann haben wir, was OpenGL GLX da für Funktionen bereitstellt. Und in der anderen Variante EGL, was da so geht, OpenCL, fehlt uns auch noch ein kleines Programm für Netzwerk, wie aktuell konfiguriert ist, also die Netzwerkschnittstelle, die virtuelle und das Loopback-Device. Samba-Status, da gibt es nichts, weil ja, ist nicht freigegeben und irgendwie andere geben auch nichts frei. Als allerletzten Punkt hätten wir noch Softwareaktualisierung. Da könnten wir jetzt noch sagen, wann wir die Software aktualisieren möchten, ob das automatisch geschehen soll oder manuell. Denn hier unten ist dieses kleine Icon hochgekommen, also mit so einem Punkt da, verfügbare Aktualisierung. Wenn ich da jetzt einmal drauf gehe, dann öffnet sich Discover, also diese Software zum Installieren, Deinstallieren, Aktualisieren von Software. Und der lädt jetzt erstmal die Liste mit aktualisierbaren Programmen runter. Das ist jetzt geschehen und jetzt kann ich sagen, hier, ich möchte alles aktualisieren. Dann wird einmal gefragt nach meinem Root-Passwort, was gebraucht wird, um ja, diese administrativen Tätigkeiten durchzuführen. Dann ja, geht das auch relativ zügig, wird runtergeladen, installiert und so ist es jetzt fertig. Jetzt. Damit wären wir jetzt auch wirklich am Ende, also nicht nur am Ende von den Systemeinstellungen, sondern auch mit meiner Stimme. Ich habe jetzt wieder ewig lange aufgenommen, keine Ahnung, gefühlt 2 Stunden. Und daraus mache ich denn was Hübsches für euch. Ja, also überwiegend wird es zwar so ein bisschen ungeschnittener sein als sonst bei kürzeren Videos, damit ihr wirklich mal sehen könnt, wie das wirklich so abläuft, Dinge, wo ich keine Ahnung habe, wo ich mal ein bisschen rumprobiert habe. Daran lasse ich euch denn auch teilhaben. Ja, das war's denn auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder so ein bisschen geholfen, mal so ein paar Einblicke in die aktuelle Entwicklung von Debian und dem da drin integrierten KDE gezeigt. Ihr könnt das natürlich auch alles mal selbst ausprobieren, wenn ihr mögt. Ihr könnt das runterladen, den aktuellen Stand von diesem Installationsmedium. Dann installieren und mal ein bisschen rumspielen. Die Installation von Debian 12 habe ich im ersten Video von dieser Serie gezeigt. Ja, macht es nach, macht es nicht nach. Ansonsten hier abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss.